Mein Name ist Adrian Tekashi, ich bin im dritten Semester und studiere Master Informatik hier an der Hochschule Darmstadt. Und ich bin hier im KI-Kicker-Team seit einem Jahr jetzt. Und hier trainieren wir halt ein neuronales Netz, um den Tischkicker steuern zu können. Das Besondere an unserem Tischkicker, der übrigens KI-Kicker heißt und von Bosch Rexroth ist, da ist das Besondere, dass eben die Motoren, die schwarzen Stehfiguren, steuern und der Mensch kann dann gegen die Maschine spielen. Und das Besondere ist, dass diese schwarzen Spielfiguren, die über diese Motoren angetrieben werden, dass die durch ein Verfahren der künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Und das nennt sich Reinforcement-Verfahren. Und das ist im Prinzip der Schwerpunkt jetzt hier bei uns in der Lernveranstaltung. Reinforcement Learning basiert darauf, dass man also einen Agent, also eine Einheit sozusagen hat, der man ein Ziel gibt, in unserem Fall zum Beispiel Bälle halten für den Torwart, und man gibt ihr für jede gute Aktion, die sie ausführt, eine Belohnung. Wenn der Ball nach vorne geschossen wird und der Ball rollt ganz weit nach vorne, dann ist es ein gutes Verhalten, und wenn ein Tor kassiert wird vom Agenten, ist es ein schlechtes Verhalten. Und das muss man dann trainieren in ganz vielen Episoden. Er versucht halt immer wieder, diese Belohnung zu maximieren. Und das macht er halt eben, indem er zunächst ganz zufällig, spontan Sachen ausprobiert, bis er irgendwie merkt, ach, dafür habe ich da eine Belohnung bekommen. Und dann probiert er das immer öfter. Und so lernt er dann im Endeffekt auch spezielle Strategien. Am Anfang vom Semester war es so, dass sich nur der eine Torwart bewegen ließ. Und jetzt haben wir es geschafft, dass es einen Agenten gibt, der alle Stangen steuern kann. Der Torwart kann Bälle halten, zumindest in der Simulation, in der wir trainieren, ziemlich gut. Ungefähr 80% aller Bälle kann er halten. Aber wir wollen ja auch vielleicht, dass Leute gegen den Tischkicker noch gewinnen können. Wenn er alle Bälle halten würde, denke ich mal, hätte keiner mehr Lust, gegen den Tischkicker anzutreten. Die Hochschule Darmstadt hat ja als Ziel, praxisorientiert zu sein. Und von daher bietet dieses Projekt sehr viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Man sieht diese KI sehr oft in Literatur, in Papern, in sonst was, in der Theorie, aber mal das anzuwenden ist doch nochmal eine ganze Nummer was anderes, schwerer auch, als das nur zu lesen. Es war schon auch viel Arbeit, aber es war immer, wenn man mit Spaß bei der Sache ist, dann ist es toll. Das Ziel ist, dass wir hier im Fachbereich eine schöne Anwendung haben zum Thema künstliche Intelligenz. Sie haben unten ja diese Elektromotoren gesehen. Das sind wirklich exakt die gleichen Motoren, die auch in der Industrie zum Einsatz kommen. Und die müssen ja auch irgendwie reguliert werden. Und das kann man entweder analytisch machen, indem man genau ausrechnet, wie sie sich verhalten sollen. Oder man kann es beispielsweise über Reinforcement Learning antrainieren. Es gibt darüber hinaus natürlich hier noch eine ganze Reihe weiterer Projekte aus dem Bereich KI. Autonomes Fahren, Fliegen, Robotik. Also insofern stellt auch die Arbeit an dem Tischkicker hier einen Ausschnitt des Bereiches der KI dar und nicht die komplette KI.